Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge von NBA 2K22. Euch ist in der letzten Folge vielleicht eine kleine Einblendung aufgefallen. Ja, es gibt ab sofort immer einen Wochenplan, den ich immer ganz kurz in einer Folge, also entweder blende ich ihn mit ein oder ich werde ihn in die Kommentare schreiben. Und ihr habt gesehen, diese Woche am Montag kam ja bereits eine Folge. Jetzt heute Mittwoch um 15 Uhr wieder eine Folge. Dann morgen um 15 Uhr eine Folge. Dann am Freitag ist Pause, bevor wir dann das Wochenende wieder rocken mit einer Folge um 10 Uhr in der Früh. Und am Sonntag auch wieder um 10 Uhr. Ich habe mir einfach so ein bisschen gedacht, wenn man aus der Schule kommt, manche haben Schule bis um 1, manche bis um 2, manche haben auch Nachmittagsunterricht, dann soll die Folge einfach da sein. Und auch manche, die vielleicht um 4, 5 Uhr Feierabend haben, dann soll die Folge unter der Woche einfach da sein. Und am Wochenende, wenn ihr Bock habt, beim Frühstücken, gerade eben aufgestanden, dann soll die Folge einfach schon, natürlich schon um 10 Uhr da sein. So ein bisschen wie in meiner Kindheit, da gab es zwar jetzt noch kein YouTube, aber keine Ahnung, was gab's denn? Kickers, Pokémon, Detektiv Conan, so ein bisschen. Vielleicht bin ich ja euer Detektiv Conan, I don't know. So Leute, bevor wir jetzt weitermachen, werde ich euch kurz erklären, wie es jetzt weitergeht. Die Karriere ist natürlich extrem lang, wenn ich immer alles aufnehme und recorde. Ich habe jetzt gerade eben ein bisschen selber gezockt, und zwar das Spiel gegen die Bulls. Ich werde euch da ganz kurz die Highlights zeigen. Und es gab auch eine Zwischensequenz, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und das zeige ich euch jetzt erstmal. I don't know what you're thinking, but you're way out of your depth, MP. This isn't how you handle your business. I gotta look out for myself, coach. Who else go look out for me, huh? Who go do it if I don't? Tell me. All right, well, hey. Forgetting for a minute that there are literally a million other ways to take care of yourself that don't include airing your dirty laundry on social. What do you think I'm doing here? It's looking out for you since day one. You gotta do what you gotta do. I gotta do what I gotta do because we both gotta put food on our tables, okay? It's not personal. That look personal to you? It is what it is. I'm not about to be concerned with what another man think about me. Okay, coach? Not doing it. It's your life, MP. But what you do affects those around you. And if you can't see that, you got a lot more growing up to do than I thought. To the paint. Here's Olynyk, and it's Olynyk. MP outside, launches it, sends it home from three-point land. That's something Lonzo Ball is working on, in my opinion. Oh, and the dunk. Stolen by MP. Wrong start. Physical, defensive-minded, Allie. That's Detroit basketball, isn't it? MP, that one's good. Beam. Also, unser Development Coach war nicht so ganz begeistert über unsere Aktion, dass wir diesen Tweet geliked haben. Das zweite Spiel gegen die Bulls lief sehr, sehr gut. Warum habe ich das jetzt nicht gezeigt? Weil in Zukunft das immer mal wieder so sein wird. Es wäre jetzt ein Back-to-Back gegen die Bulls gewesen, aber ich habe mir gedacht, das ist eigentlich geiler heute gegen Trae Young und gegen die Hawks zu zocken. Ich werde immer wieder selber Spiele zocken. Ihr werdet überhaupt nichts verpassen. Ich lasse jedes Mal das Aufnahmeprogramm mitlaufen und schneide das dann immer mit rein, falls irgendeine Zwischensequenz oder irgendwas super Interessantes passieren sollte. Ihr werdet überhaupt nichts verpassen, aber sonst kriege ich meinen Spieler nicht vorwärts, ja. Egal ob von den Attributen, von den Plaketten und von der Storyline. Wir wollen dann natürlich auch ein bisschen im Stream mal zocken, aber ich kann euch versprechen, ihr werdet nichts verpassen. Auch wenn ich mal ein, zwei Spiele alleine zocke, ich gehe dann natürlich auch ins Teamtraining, farm die Badges. So, und ich glaube, jetzt seid ihr auf dem aktuellen Stand und wir können reinstarten in diese neue Folge. Ich habe nach wie vor mega Bock. Klar, der Draft war nicht das Wahre, aber ich denke, das kann dieses Jahr richtig, richtig geil werden. Und die Motivation ist wieder
ganz, ganz oben. Jetzt muss ich erstmal meine Plaketten verteilen. Ich bin gerade eben immer dabei, meine Wurf-Badge zu grinden. Und zwar mache ich da gerade im Teamtraining immer den Dreier aus der Ecke. Mit dem komme ich super klar. Schwierigkeitsgrad ist da schwer, aber naja, schwer ist es nicht wirklich, wenn man da einigermaßen gelevelt ist. Ja, Catch and Shoot ist aktuell die häufigste Form. Das ist noch nicht frei. Preis 4. Ach, ich kann... Ey, ich kann ja schon viel mehr verteilen, als ich die ganze Zeit gemacht habe. Okay. Dauerwerfer, Catch and Shoot, Eckenspezialist. Jetzt muss ich mich erstmal durchklicken. Green Machine, Lucky 7. Was war Lucky 7 nochmal? Verleiht einen Boost auf Mitteldistanzwürfe von 3 innerhalb der ersten 7 Sekunden einer Possession. Okay, also wenn man richtig schnell spielen möchte, ich glaube, dass das auch ganz geil sein kann. Schützenkönig. Jumpshot-Versuche bei Verteidiger-Closer zu erhalten einen kleineren Malus als bei der Wurferschwerung. Okay. Ja. In der Ecke stehe ich aktuell, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich viel. Schwierige Würfe. Nein, das habe ich auch überhaupt nicht. Stop and Pop habe ich auch nicht. Z-Shooter verleiht einen Boost auf Würfe, wenn man vor einem Jumpshot kurz stillstand. Ich glaube, das haue ich mir mal rein. Und dann kann ich noch eine Bronze. Grenzenlose Spot-Ups verleiht einen Boost auf die Reichweite, aus der ein Spieler effektiv 3 aus dem Stand werfen kann. Ja, komm, machen wir es so. Bestätigen und beenden. Perfekt. Okay, ich will mein Aussehen ändern. Und zwar, ja, nicht nur das, sondern... Warte mal, Aussehen. Kopf bearbeiten. Also ich brauche unbedingt einen Bart. Ich finde, unser Spieler ist so ganz nice, passt auch super in dieses Social-Media-Klischee, finde ich persönlich. Aber was, obere Zähne? The what? Ja, okay, ganz wichtig. Vollkommen egal, Bart. Das ist wichtig, meine Freunde der Sonne. Ja, weil dann sieht er einfach gleich anders aus. Er sieht ohne Bart gerade so richtig aus wie ein Milchbubi. Und deswegen brauchen wir hier vielleicht auch mal irgendwie was anderes. Bart 9. Komm, hau ich ihn mal rein. Und die Frisur. Können wir da vielleicht auch mal was anderes machen? Krass, wie er direkt anders aussieht. Den Style, den hatte ich mal eine Zeit lang. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, das sieht doch, glaube ich... Er sieht einfach direkt älter und... Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich finde, er sieht jetzt wesentlich besser aus als davor. Ja, jetzt sieht er schon fast ein bisschen zu alt aus. Jetzt muss ich trotzdem nochmal reingehen ins Aussehen, weil ich uns natürlich nicht die ganze Zeit mit den gleichen Klamotten langweilen möchte. Und selbst wenn wir jetzt am Anfang hier ein bisschen durchswitchen durch die Sachen, die wir haben. Ja, wobei die können wir sogar lassen. Ja, das ist doch nice. Das passt doch. Okay, Quests. Karriere der Aufstiegs-Social-Samurai. Stimmt, Kendrick Perkins hat über uns was rausgehauen. Kendrick Perkins hat einige Gedanken hinsichtlich deiner Social-Strategie. Sieh dir sein aktuelles Video an. Ach so, ja, ich glaube, da muss ich bloß ins Handy. Okay, Chris Prickley, was geht ab? Hab gerade eine tolle Gruppe von Leuten im Gym. Komm vorbei, um ein bisschen zu trainieren. Haben mir ein paar Leute von euch geschrieben, ne? Unbedingt bei Prickley immer am Start sein. Da gibt es anscheinend ein paar geile Boosts. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ob ich das dann jedes Mal zeige,
glaube ich nicht. Außer es passiert irgendwas mega krasses, Social Media. So, Kendrick Perkins, MP, interessiert nur Drama. Eigentlich ziemlich traurig. Weitermachen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. I'm not surprised at all that MP was stooped this low. I told y'all, he didn't like the coach. And you know what that little channel of his, he wants the drama. It's good for ratings. Believe me, I know. And can we talk about this tweet for a second from user Start MP, you idiots? First of all, is that your burner, MP? I refuse to believe a real person would name themselves that. Second of all, the tweet said, and I quote, free my boy MP. I swear y'all clowns wouldn't know Michael Jordan if he smacked you in the face. Are you kidding me, MP? You think you're Michael Jordan? And you want to talk about clowns? The only clown here is you, running around with your Twitter fingers, acting like a fool like this. Er hat natürlich schon recht. Also der Tweet war natürlich drüber, selbst wenn man den nur liked. Ja, wir müssen jetzt einfach mit guten Leistungen überzeugen, ja? Und ich glaube, wir gibt's was zu besprechen. Yo, what's up, MP? Hey, I've been meaning to tell you, you have really upped your game on the court, man. I'm impressed. I appreciate that, man. It must feel good, right? Absolutely, man. I'm working my butt off right now. You know, it'd be pretty cool if you also upped your game in some other areas of your life. You know, just replicate those good feelings. You just don't stop, man. What you got in mind? Me? Yeah. Well, I mean, off the top of my head. Well, you know, I guess if I'm just, you know, thinking out loud here, you've really been making a name for yourself in fashion, and that might be a great area to up your game. I'm just saying, you could wear some unique outfits before some of your NBA games, have some fashion walks around the city, even answer some fashion questions with the media. You know, you could probably even get a more in-depth interview with Andrew Torres. And it's just all off the top of your head, huh? Yeah, man, you know, I'm just spitballing. Okay, so how will we get a sit-down interview with Andrew Torres, bro? Well, if you just so happen to have a best friend who was also your business partner, he may have hypothetically already called Andrew, and Andrew might have possibly said he's noticed your forays into fashion, which is also a topic that his readers are very interested in. And if you were to continue, you know, explore that arena by doing things like wearing unique outfits before your games and being seen around town and maybe even answering some press questions, he'd be happy to sit down with you whenever you want. I sound like I got a lot of work to do, man. Always. Eine Mode-Ikone ist geboren. Mundpropaganda. Du bist im Gespräch, aber noch keine große Nummer. Es wird Zeit, deine persönliche Mode-Brand zu stärken, um den Traum deiner eigenen Modelinie am Leben zu halten. Wechsel dein Outfit vor NBA-Spiel 0 von 3 oder vor Parkspiel 0 von 10. Geh zum Laufsteg in der Stadt und gebe bei einem Fashion Walk ein modisches Statement ab. Triff dich in der Stadt mit Andrew Torres zu einem Interview über Mode. Okay. Ich wurde übrigens auch gefragt, was ich von diesen ganzen Quests halte. Ich feier's total. Ich habe das ja in den letzten Jahren, wer mich schon länger verfolgt, immer wieder gefordert, gesagt, ihr habt alle Tools mit Quests, Rollenspielelemente, um die Leute süchtig zu machen. Und das ist so ein bisschen was, was dich bei der Stange hält. Du kriegst Belohnung, Erfahrungspunkte. Das ist doch genau das, was... Also ich kenne einige von euch ja schon, die sind kräftig am Suchten, ne? Und ich kann's verstehen. Aber bevor wir jetzt irgendwas machen... müssen wir, Teamtraining habe ich schon absolviert, wir spielen gegen die Atlanta Hawks und gegen Trae Young. Und ich habe richtig Bock. Wir kommen rein, unser Matchup, Kevin Huerter. Und ich habe jetzt mal die Minuten auf 8 hochgestellt. Damit bin ich in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut gefahren. Yes! Und da kommt der erste Dreier, geflogen, sogar ein klein wenig aus der Bewegung heraus. Also es ist schon der zweite Dreier, der geflogen kommt, aber der erste, der ging leider nicht rein. Ja, natürlich fliegen dir solche Dinger um die Ohren. Die Hawks haben schon auch echt ein geiles Team. Ich bin gespannt, was da nächstes Jahr bei denen geht. Ja, Defense ist komplett on point. Pistons trail by 9. MP outside.
Back to Grant. Pistons passing it around. Diallo finds it. Lass mir den Block von Olynyk stellen. Ja, und ich ziehe noch das Foul. Übrigens kann ich euch empfehlen, wenn ihr mit dem Drive reingeht und ihr merkt, der Gegenspieler ist sehr, sehr gut an mir dran, haltet einfach den Wurf bis zum Ende gedrückt. Dann habt ihr nochmal einigermaßen eine Chance auf einen Foul. Wenn ihr zu früh loslasst, dann habt ihr einen Fehlwurf und kein Foul. So. Beide rein. Und wir dürfen das zweite Viertel sogar mal beginnen, also auch gegen Trae Young ran. Und zwar ein bisschen gegen, oder was heißt ein bisschen, gegen die Starting Five. Collins. Ja, die Defense, die war noch am Start. Joseph, okay, nice Aktion, Block. Not in my house. Wir liegen mit 10 Punkten hinten, ne? Ja, und dann Trae Young natürlich aus der Distanz, kein Problem. Wobei Midrange Jumper aus der Distanz gar nicht so sein Game sind. Yes! Come on! Ja, wir liegen sehr eindeutig zurück. Die letzten Sekunden vor der Halbzeit. Das ist gut verteidigt. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass wir das noch drehen können, aber am Anfang natürlich auch wichtig, gute persönliche Stats aufzulegen. Jawohl, aus der Corner. Auch wenn wir dieses Spiel sehr eindeutig verlieren werden, dass wir zumindest Punkte auflegen. Die zocken uns so her, die Defense der Pistons ist so wack. Alter, wie verwandle ich den bitte? Okay, das war leicht oberlucky. 17 Punkte. Damit kann ich auf jeden Fall leben, ne? Das gibt einen Steal. Nein, es gibt keinen Steal. Wie lucky bitte. Jetzt kommt der Pass raus und das ist natürlich mein Mann und ich kriege einen defensiven Kollaps. Gönnung! So 123-92 die Niederlage. Oh Mann. Übel. Sehr, sehr übel. Andrew, I know you got something interesting for me. What's up? Looking very sharp today. What prompted the new look? Ich fand, es war Zeit für eine Veränderung. Du musst nur ein Statement abgeben. Thank you, Andrew. You know, I felt like it was time for a change. You know, I like to push the boundaries. And honestly, fans tune in because they want to see us be fly on and off the court. Who cuts your hair? Oh, my boy Jelly Bean. He's flying before every game. Seems expensive. Yeah, but it's worth it. Look, don't you think? Alter, so ultra. Ich mag dieses Wort ja eigentlich nicht, aber das ist schon leicht so Cringe-Mode. Unangenehm. Damit wir die deutsche Sprache nicht verlieren. Okay. Unser Handy vibriert. Schauen wir einmal drauf. Der neue Look von MP ist der Hammer. Ist das eine unpopular opinion? Okay. Warum sehe ich in meiner Timeline bitte Tweets über MPs Frisur? Habt ihr euch etwa noch nie die Haare geschnitten? Ihr habt echt zu viel Zeit. Leute, seid ihr alle arbeitslos? Ja, okay. Und Andrew Torres. Ein Artikel über MPs Frisur. Ein Artikel über MPs Frisur ist interessanter, als ihr vielleicht denkt. Ihr findet ihn ab sofort in der TD-Up-App.
Aber ihr müsst auch nicht. Ich verspreche, das wird keine Serie. Okay. Leute, für heute sind wir durch. Das nächste. Gegen wen würde es denn als nächstes gehen, wenn wir zocken würden? Gegen. Oh, Philly. Ja, das denke ich mal, nehmen wir zu 100% mit. Die Magic. Ja, die Magic sind natürlich auch interessant, alleine wegen Franz Wagner und Moritz Wagner. Ja, schauen wir einfach mal, was wir in der nächsten Folge alles unterkriegen. Das war's erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Uploadplan habt ihr gesehen. Wie gesagt, unter der Woche immer um 15 Uhr. Und am Wochenende um 10 Uhr. Das war's, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.